damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und Playageddon. Und ja, wir starten heute mal nicht in mein Dorf, sondern in einem Angriff, den ich gestern Abend gemacht habe. So heißt auch die Folge WTF Base Mega Loot. Ja, ungefähr so. Ich werde mir den Titel des Namens noch ein bisschen überlegen, aber guckt es euch an. Diese WTF Base und dann über 300k Gold, 290k Elixier, das ist richtig fetter Loot und bei so einer WTF-Base. Also ich habe so ganz lange gesucht, ich war schon am Verzweifeln, aber dann kam endlich die Erlösung. Dieser Angriff ist einfach nur so geil, da kann man sich wirklich nur mehr denken. Dieser Angriff ist wirklich, seit langem habe ich mal wieder fetten Loot. Also im Moment ist der Loot eigentlich schon wieder besser geworden. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie bei euch momentan der Loot ist. Also bei mir in Goldliga 2 war damals immer der beste Loot, meiner Meinung nach. Aber dann hat sich irgendwie verändert. Ich habe nur noch schwache Gegner gefunden, wie zum Beispiel Rathaus Level 7. Und jetzt ist in Goldliga 1 halt meine Stammliga. Eventuell gehe ich auch irgendwann in Kristall so als meine Stammliga. Das wäre auch nützlich. Dann hat man als Liga-Bonus immer dunkles Elixier. Und das ist doch schon echt nice, wenn man dunkles Elixier als Liga-Bonus hat. Also einmal ein Rathaus-Nägeln und schon hat man 100 dunkles Elixier. Also, ja, wie man hier sieht, habe ich dann noch die Queen gesetzt. Und mir noch, glaube ich, ein Sammler war das. Und jetzt habe ich noch den Barbarenkönig gesetzt, weil ich noch das Dunkle wollte. Da ich ja noch ein bisschen auf dunkles Elixier-Jagd bin, ich bin immer auf Elixier, auf dunkles Elixier-Jagd. Also dunkles Elixier kann man wirklich immer haben. Also das braucht man wirklich immer, allein schon für die Helden. Die gehen ja bis auf Level 40 und dann, boah, also da braucht man schon einiges an dunklem Elixier. Boah, richtig heavy. Dann hat hier, gab es noch einen 1 gegen 1 Fight, Barbarenkönig gegen Barbarenkönig. Das ist unglaublich, wie Schaden der Level 3er Barbarenkönig schon macht. Also wenn ich meinen Barbarenkönig nicht gezündet hätte, wäre mein Barbarenking schon down gewesen. Also das wäre schon richtig heavy gewesen. Dann habe ich mir hier noch teilweise das Elixierlager geholt. Joa, läuft, würde ich mal sagen, ne? Im Übrigen, für alle, die nicht Five Nights at Freddy's gucken, ich habe jetzt einen Popschutz und die Audioqualität müsste um einiges gestiegen sein. Ist auch viel bequemer, irgendwie so aufzunehmen, ich weiß nicht. Dann habe ich nicht immer so den Metallgeruch in der Fresse. Ja, also für das heutige Folge, mein Deutsch ist sowieso so geil. Für die heutige Folge habe ich mir eigentlich nichts Besonderes überlegt, nur noch einmal diesen Angriff zu zeigen. Ich kann euch ja nochmal hier ein paar Angriffe zeigen, während ich mit euch labere. Eigentlich labere ich nur mit mir selber, aber ihr werdet es ja hören. Deswegen ist Twitch ein bisschen besser. Da kann man mehr auf die Community eingehen, da kann man zum Beispiel fragen, ob man irgendwas wegblitzen soll oder so. Naja, eigentlich nicht, oder? Nee. Wobei, man muss 30 Sekunden ist die Verzögerung auf Twitch, ja. Also alles, was hier passiert, passiert bei euch eigentlich in der... Nee, warte. Wie soll ich das jetzt am besten erklären? Also, wenn ihr was auf Twitch seht, ist es bei mir schon in der Vergangenheit. Ja, genau so ist es. Um 30 Sekunden circa. Upsi, mein Mikrofon. Ich habe immer noch so ein Geistermikrofon, was sich von alleine bewegt. Gruselig. Läuft auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Also 140 von beidem, dann noch plus 14.000 Liga-Bonus. Läuft auf jeden Fall. Also der Loot momentan ist ja eigentlich schon recht lecker, würde ich sagen. Recht lecker. Okay, Bartstruppen. Ich habe jetzt im Übrigen schon die zweite Kaserne auf Level 10. Das wurde auch langsam Zeit, dass ich das mal mache. Also auf Level 96 noch so schwache Kasernen gehabt zu haben, ist schon, boah, also nicht so knorke. Meine Kasernen waren ja auf Level 8, bis ich die jetzt geupgradet habe, natürlich. Also die dritte Kaserne auf Level 10 ist in einem Tag und zwei Stunden fertig. Und dann werde ich die morgen direkt upgraden. Ich überlege, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ich machen soll. Soll ich die dunkle Kaserne hier hochbringen oder die letzte Kaserne hier? Also ich bin dafür, dass ich erstmal die letzte Kaserne hier hochbringe. Den Lava-Hauen brauche ich nicht so dringend. Und dann, wenn ich diese Kaserne endlich hoch habe, kann ich so sagen... Goll, keine Kaserne mehr upgraden, also da freue ich mich riesig drauf, denn den Mist habe ich dann hinter mir. Also goldtechnisch will ich ja demnächst meine Bogenschützentürme upgraden. Wird doch langsamer Zeit. Joa. Dann die Bogenschützentürme, dann die Magiertürme, dann noch die zwei X-Bows, dann habe ich eigentlich schon alles auf Max, ne? Jo, dann habe ich wirklich alles auf Max. Naja, bis auf die Mauer, ne? Aber sonst, ja, dann muss ich noch das dunkle Elixierlager irgendwann upgraden. Aber das ist ja nicht so wichtig, da ja 150.000 reinpassen.
Wir können hier nur mal ganz kurz gucken, ob es hier vielleicht mal ein paar Angriffe gibt. Entschuldigung, hab's erst nicht gesehen. X-Feasy, okay, wieso hat er jetzt schon wieder den Clan verlassen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kannst du mir ja mal in die Kommentare schreiben, X-Feasy, wenn du das sehen solltest, wenn du das sehen solltest. Fickt euch alle. Okay. Ja, also, jetzt sind einige aus dem Clan ein bisschen wütend geworden. Wir haben aber geschrieben, das haben wir geschrieben. Ich weiß nicht, wieso die sich nicht vorher aufgeregt haben. Wir haben geschrieben im Clan, dass jetzt nur die 15 Besten mitmachen. Ne? Nicht die 15 Besten, sondern die, die im CW halt am erfahrensten sind. Habe ich, glaube ich, schon in der letzten COC-Folge gesagt. Also, ich weiß gar nicht, wieso die sich so beschweren. Ja, also, wir haben ja eigentlich die Wahl gelassen. Im letzten CW haben auch nicht alle angegriffen, also... Ja, trotzdem. Egal, aber wir haben schon einen schweren Gegner erwischt. Also die haben 2 Tunnel Level 10er, wir nur ein. Die haben noch, ja, wir haben 1 Tunnel Level 9er dafür mehr, aber trotzdem, ne? Wir gucken mal in das Dorf von, wie heißt der? Dr. Haag rein. Okay, boah, Level 13er Bogenschützentürme, Level 12er Kanonen. Level 8er Magiertürme, Alter. Also den will ich auf gar keinen Fall angreifen. Da habe ich gar keine Chance mit meinen Level 3 Golems. Dann noch ein Inferno-Türme auf Level 3. Multi, ne? Alter. Nee, hätte ich gar keine Chance. Wir gucken uns mal die 2 an. Ein Stern wäre drin. 2 weiß ich nicht. Also ich werde, glaube ich, als erstes die 3 angreifen. Also... Bei der 3 müsste ich eigentlich 2 Sterne bekommen. Meine Golems sind jetzt auf Level 3 fertig geworden. Kann ich euch ja mal ganz kurz im Labor zeigen. Hier. Und ich habe auch direkt schon den Golem auf 4 gestartet. Also alle, die mich auf Facebook verfolgen, beziehungsweise unsere offizielle PlayerGaddon-Seite, könnt ihr auch mal unten in der Beschreibung durchchecken. Also klickt auf den blauen Link. Und dann kommt ihr direkt auf unsere Facebook-Seite. Da könnt ihr mir im Übrigen auch eure WTF-Bases schicken für die nächste What-the-Fuck-Base-Folge. Wäre ganz nett, wenn ihr das macht. Und ja, da poste ich hin und wieder mal Neuigkeiten. So, ja. Wie so ein Hipster, ne? Ich vergesse aber immer die Hashtags dahinter. Also das muss noch hipsterhafter werden, okay. Ja, also 80.000 hat der Golem gekostet. Kriegt 500 Trefferpunkte dazu. Kostet 75 Dunkles noch. Also kostet 75 Dunkles mehr. Boah, 46 Schaden pro Sekunde, 5500 hat er jetzt an Life Points. Ach ja, wir haben ja jetzt einen Clan, darauf bin ich irgendwie stolz. Der heißt Kloten jetzt da. Wir werden ihn einfach mal besuchen. Er verfolgt ja auch meine Videos und macht mir immer Vorschläge. Ja, was heißt Vorschläge? Er wird mir einfach Truppen geben, wenn ich die brauche, denn wir gucken mal in sein Profil. Alle Truppen auf Max, bis auf die Heiler und die Valkyren. Ja, die Valkyren sind jetzt nicht so wichtig, die Heiler auch nicht. Und der Lavahund ist schon auf 2, also... Eventuell könntest du mir, wenn nächste Woche meine Clanburg auf Level 5 fertig ist, mir einen Golem auf 5 schicken für den nächsten CW. Das wäre echt nice, wenn du das tust. Wenn du das Video hier sehen solltest, schreib's mir bitte unten in die Kommentare. Alter, guckt euch diese Base an. Teslas Level 8, Magiertürme Level 8, X-Boss Level 4... Alter, ich habe damals immer geträumt, so einen Clan zu haben. Kanonen Level 13. Respekt. Nur noch die Mauern upgraden, aber... Boah, ist auch nicht so wichtig, ne? Alter. Respekt. Aber in Goldliga 2 sind die Gegner da nicht zu schwach für dich? Oder du bist am Farmen? Das kann natürlich auch sein. Ich würde mal sagen, wir greifen mal selber mit Bartsch an und ich werde die Gegnersuche wie immer überspringen. Also bis gleich. Ich würde mal sagen, wie macht der Zug? Loot. Aber das Problem an der Base hier ist... Alles in den Lagern, aber ein Vorteil ist, dass die Lager sehr weit außen stehen und wir könnten uns eventuell noch das Dunkle snaggeln. Ich glaube, ich werde mit dem Blitzzaubern doch die Minenwerfer ausnocken. 2 pro war das, glaube ich. Ja. Okay, 2 Minenwerfer werden schon mal down und jetzt beginnt der richtige Angriff. Hoffen wir... Oh nein, ich habe jetzt voll vergessen, erstmal nach Riesenbomben zu testen. Oh Gott. Ich hoffe, das hat uns wenigstens ein bisschen gebracht, dass wir jetzt 2 Minenwerfer ausgenockt haben. Eigentlich schon. Ich habe das einmal bis jetzt schon gemacht, aber da hat es richtig gebracht. Das hat es richtig gebracht, wirklich. Ich glaube, wir werden die Helden von dieser Seite setzen, da es am sinnvollsten ist. An die 2 Lager sind wir schon mal gekommen. Zumindest hier an das eine Goldlager. Kommen wir noch an das Elixierlager da? Das wäre schon echt nice. Aber es sieht nicht so aus. Schade. Aber die Bogenschützenkönigin ist unterwegs und der Barbarenkönig spielt mal wieder Mauerbrecher.
Ja, vielleicht irgendwann, Barbarenkönig, wenn du das Studium des Mauerbrechers studierst, kannst du eventuell Mauerbrecher werden. Darüber würdest du dich doch sehr freuen. Oh, wenn wir das Dunkle bekommen sollten. Alter, das wäre so hammernice. Elixier bekommen wir leider... Oh, Barbarenkönig noch zünden, hätte ich fast vergessen. Ich hasse es immer, wenn man vergisst, die Helden zu zünden. Da denkt man sich auch nur so, boah, wie blöd kann man sein. Okay, normaler... Oh ja, richtig. Ja, jetzt machen die Magierturm noch kaputt. Boah, das macht den Thomas geil. Oh ja. Boah, jetzt kriegen wir noch das dunkle Lager. Hammer nice. Junge. Boah, 1500 Dunkles noch geholt. Läuft auf jeden Fall. Ja, meine Queen muss ja demnächst geupgradet werden, also tut mir das Dunkle gut. Okay, der eine Minenwerfer kommt schon an die Bogenschützenkönigin ran. Wir lassen die Bogenschützenkönigin noch ein bisschen rumrödeln, da ich ja sowieso gleich nicht mehr angreife, denn Leverkusen spielt ja gleich gegen Atletico Madrid. Und das gucke ich mir natürlich an. Als waschechter Leverkusen-Fan. Naja, 0-0 würde uns reichen, aber ich nehme ja gerade Dienstagabend um 19.59 Uhr auf, also gleich 8 Uhr. Und soll ich die Klamburg setzen? Nee, ich weiß noch nicht mal, was ich drin habe. Das ist ja das Problem. Das sind 68.000 und ich weiß... Nee, ich lasse es lieber. Wir können ja gleich gucken, was wir in der Klamburg drin hatten. 271k Gold, 204k Elixier, 1500 Dunkles. Fetter Loot, würde ich mal sagen. Das ist richtig fetter Loot. Und wir werden natürlich die Bartstruppen wieder nachproduzieren. Boah, ist so richtig geil, wenn man so eine zweite Kaserne auf 10 hat. Bald haben wir noch alle Kasernen auf 10 und dann läuft das auf jeden Fall, würde ich sagen. Wir können uns mal ganz kurz noch meine Klärmuck angucken, wie mein Bauarbeiter da so rumrödelt. Noch 5 Tage und 12 Stunden, dann ist meine Klärmuck auf 5 fertig und dann kann ich auch einen Golem für ein CW in der Klärmuck haben. Das wird so richtig nice. Dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein, ich wollte schon FIFA sagen, COC mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.